Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu meinem allerersten YouTube-Video. Ich bin noch etwas aufgeregt, aber ich glaube, das wird sich gleich legen. Ich befinde mich hier in meiner Garage, deswegen auch Sarichs Garage, das ist meine Werkstatt. Und hier werde ich zukünftig mit euch gemeinsam Tutorials erstellen, die mit Gestaltung zu tun haben. Sei es Accessoires, Möbelgestaltung und Raumkonzepte. Heute werde ich damit beginnen, das Zimmer meiner kleinen Schwester umzugestalten. Es ist gerade ein bisschen windig draußen, ich hoffe, das hört man nicht. Ich höre es gerade sehr stark und ich hoffe, man kann es irgendwie nachher noch rausschneiden. Damit muss ich mich auch noch befassen, kann ich mich noch gar nicht mit aus, wie man das alles macht. Aber anderes Thema. Ich werde das Zimmer von meiner Schwester umgestalten. Und zwar habe ich mir überlegt, werden wir heute mit dem Sekretär, den ich jetzt direkt mal hier einblenden werde, mit dem werden wir beginnen. Den werden wir im Chubby Chic Stil gestalten. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Stil kennt. Das ist der Stil, den man quasi in sehr vielen Einrichtungshäusern und Dekoläden zurzeit sieht. Der immer so ein bisschen abgenutzter ist an den Kanten, der in die nostalgische Richtung geht. Und den Sekretär werden wir in diese Richtung heute gestalten. Dafür brauchen wir im Prinzip auch gar nicht viel. Ich habe Schleifpapier und Lack besorgt und kleine Türgriffe, die ich nachher auch nochmal separat einblenden werde. Und mit denen werden wir heute die nächsten Tage arbeiten. Beziehungsweise erhoffe ich mir, dass wir es heute schon fertig kriegen werden. Und dadurch, dass ich jetzt bei meinem Vater drehen werde die nächsten Tage, werde ich auch die nächsten Videos von dort aus ankündigen. Also ich befinde mich dann wahrscheinlich immer in dem Zimmer meiner Schwester oder in dem Garten meines Vaters und werde dann die einzelnen Schritte einblenden von dort aus und wie gesagt die einzelnen Videos zu den einzelnen Themen auch von dort aus vorstellen. Grundsätzlich ist aber geplant, hier in dieser Garage zu drehen. Und wenn ich halt eben Außenprojekte habe, dann werde ich definitiv halt eben vor Ort auch drehen. Ja, das war es, glaube ich, erstmal soweit. Also ich hoffe, ihr habt Spaß dabei, macht es möglicherweise nach und wenn es euch gefällt, freue ich mich über Daumen nach oben. Also ganz viel Spaß. Tschüss. Wie ihr seht, geht es jetzt auch schon direkt los. Ich habe mich für eine Art Handschuh entschieden, der eine Kletthaftvorrichtung hat, an dem ihr die einzelnen Schleifblätter anbringen könnt. Ihr könnt aber auch genauso Schleifklötze nehmen. Das müsst ihr für euch selbst entscheiden, was für euch angenehmer ist. Bei der Auswahl des Schleifpapiers gilt grundsätzlich die Faustregel, je höher die Zahl, desto feiner die Körnung. Das heißt, ich beginne meistens mit 40er oder 80er Schleifpapier, je nachdem, was man für eine Oberfläche hat und wie viel runter muss. Und steigere mich dann in unterschiedlichen Arbeitsgängen in die feine Richtung, das heißt die Zahlwerte höher, und nehme dann 120er, 180er und vielleicht sogar noch 240er. Da der Sekretär, den wir hier vorliegen haben, komplett aus Furnier und Sperrholz besteht, können wir gar nicht so weit runterschleifen. Das heißt, ihr raut die gesamte Fläche wirklich gut an und gewährleistet somit, dass der Lack haften bleibt. In dem Fall wäre es eigentlich gar nicht so schlimm, weil wir den Vintage-Look bzw. den Chubby Chic-Stil reinbringen wollen und der besteht ja daraus, dass die Kanten abgenutzt aussehen bzw. auch sind. Ja, grundsätzlich gilt aber wirklich, wenn ihr eine gute Oberfläche haben wollt, die auch wirklich robust ist, dann wirklich richtig schön anschleifen, damit die Oberfläche immer noch geschützt ist. Worauf ihr auf jeden Fall achten solltet, ist, dass ihr nicht querschleift, sondern entlang des Faserverlaufs, da ansonsten die Fasern brechen könnten und ihr Gefahr lauft, dass unschöne Kratzer entstehen. Selbst wenn ihr darüber lackiert, werden diese Kratzer immer noch ersichtlich sein und es wird euch am Ende nur ärgern. Also immer schön entlang der Maserung oder entlang des Faserverlaufs schleifen. Bevor wir jetzt zum nächsten Schritt übergehen, ist es wichtig, dass ihr die geschliffenen Oberflächen entstaubt. Das heißt, sorgt wirklich dafür, dass die Flächen, die wir gleich lackieren werden, staubfrei, schmutzfrei und fettfrei sind. Ansonsten haben wir nachher Probleme, wenn wir den Lack auftragen, dass da kleine Krümelchen entstehen werden und einfach eine unschöne Oberfläche entsteht. Also wirklich schön sauber machen. Wie ihr seht, habe ich mich hier für eine Farbrolle entschieden. Ich liebe es, mit der Farbrolle den Lack aufzutragen, weil ich halt immer das Problem habe, wenn ich mit einem Pinsel arbeite, dass mich am Ende diese kleinen, doofen Härchen stören. Aber das könnt ihr entscheiden, wie ihr wollt. Ich habe ja meine kleine Schwester noch als Hilfe, als Unterstützung gehabt und die hat mit dem Pinsel gearbeitet. Das hat auch funktioniert. Kommt man auch nochmal ganz anders an den Ecken ran. Aber grundsätzlich trage ich die Farbe gerne mit der Farbrolle auf. Plant auf jeden Fall viel Zeit für diesen Vorgang ein, denn ihr müsst auf jeden Fall in mehreren Schritten die Farbe auftragen. Das heißt, ihr tragt sie auf, lasst sie gut durchtrocknen, schleift sie mit einem 240er Papier leicht an und macht dann den nächsten Anstrich. Und das macht ihr bestimmt 3-4 Mal. Also ich glaube, in dem Fall habe ich 5 Anstriche gehabt, bis ich wirklich die Farbe oder das Farbergebnis erreicht habe, so wie ich es mir vorgestellt habe.
Solltet ihr im Nachhinein kleine Lacknasen entdecken, ist es überhaupt nicht schlimm. Lasst sie einfach gut durchtrocknen und nehmt euer Schleifpapier, schleift sie einfach komplett weg und geht nochmal mit eurem Pinsel oder eurer Rolle drüber. Und während ihr quasi lackiert, könnte es immer noch passieren, dass da kleine Staubpartikel sich zu Klumpen bilden. Die könnt ihr einfach währenddessen entfernen, also wegkratzen, so wie ihr das jetzt auch bei mir hier im Video gesehen habt, und einfach nochmal drüber gehen. Also es funktioniert total gut. Nachdem wir nun alles mühevoll geschliffen und lackiert haben, geht es zum nächsten Schritt, worauf ich mich schon sehr freue, weil das ist der Schritt, der am meisten Spaß bringt. Und zwar machen wir jetzt den Shabby Chic Look. Wir brauchen dafür entweder ein Cuttermesser, so wie ich es ausgewählt habe, oder ihr nehmt irgendwas anderes scharfkantiges. Es kann auch eine Drahtbürste sein oder Schleifpapier, womit ihr die Ecken und Kanten abnutzt. Das ist euch überlassen. Und ich fange einfach x-beliebig an, also ihr müsst keine bestimmte Richtung, also nicht in irgendeine bestimmte Richtung ziehen. Ihr könnt einfach das Messer irgendwo ansetzen und einfach loslegen. Ich würde mich erstmal langsam rantasten, also jetzt nicht irgendwie große, lange Bahnen ziehen, sondern wirklich erstmal so kleinere Spuren ziehen und immer mal wieder absetzen, vielleicht so 1 bis 2 cm freilassen und dann wieder ansetzen. Also probiert es einfach aus, versucht euch da ranzutasten und entwickelt einfach mit der Zeit ein Gefühl dafür. Das musste ich auch und das ist nichts, was man nicht kann. Jeder kann etwas zerstören und kaputt machen und es ist prinzipiell kinderleicht. Von daher probiert es einfach aus und schaut einfach, wie ihr da vorankommt. Jetzt kommen wir zu dem allerletzten Schritt. Und zwar habe ich mich dabei für einen aus Porzellan bestehenden Türknauf entschieden, der in einem Mintgrün gehalten ist, in die pastellige Richtung geht und sehr einfach anzubringen ist. In dem Fall besteht der Knauf aus 3 Teilen. Einmal aus dem Knauf an sich, aus einer Platte und der Mutter. Zuallererst dreht ihr die Platte als auch die Mutter von dem Gestänge des Knaufes ab, steckt es durch das Loch, setzt erst die Platte und dann die Mutter dahinter, dreht es richtig fest wieder an und überprüft den Knauf nochmal auf die Festigkeit am Schrank. Das ist das Endergebnis. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und auch ein bisschen weitergeholfen. Ich habe nochmal oben links in der Ecke an dem Türchen verspiegelte Blümchen angebracht. Die hatte meine Schwester noch rumliegen. Die habe ich mit doppelseitigem Klebeband befestigt. Und ja, den Schreibtisch an sich habe ich einfach nochmal ein bisschen dekoriert mit Blümchen und Kerzen, Bücher reingestellt und alles, was sie halt eben dort unterbringen muss. Und wie gesagt, ich hoffe, ich konnte euch jetzt dazu anregen, das mal selber auszuprobieren. Es ist wirklich nicht schwer, ihr braucht keine Angst haben. Und wenn ihr es ausprobiert, wünsche ich euch ganz viel Spaß dabei. Tschüss!